Hallo Kiss Army Deutschland, hallo Freunde von Sex, Döner und Rock'n'Roll. Seit letzter Woche, traurige Wahrheit, Kiss, die Monster treten ab. Was das Musikjournal, Musikexpress, 1984 schon nach ihrer Demaskierung gemutmaßt hat, wird nun traurige Wahrheit. Das jedenfalls kündigte die Band vergangenen Mittwoch, 19. September, im US-Fernsehen an. Am Rande ihres Auftritts in der Castingshow America's Got Talents sagte Paul, die nächste Tour, The End of the Road, wird, wie der Titel schon sagt, die finale Tour werden. Es soll die größte Show werden, die wir von Kiss je gesehen haben. Es soll die Mutter aller Shows werden. Doch was werden wir erwarten? Paul und Jean werden nicht nur mit Eric und Tommy auf der Bühne stehen, sondern wir werden, denke ich mal, alle noch lebenden Ex-Kiss-Musiker zu sehen bekommen. Wir werden Ace sehen, wir werden Peter sehen, wir werden Bruce Kulick sehen und ich denke, wir werden sogar Vinnie Vincent sehen. Denn ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass der viele Jahre verschollene Vinnie auf einmal urplötzlich wieder da ist und direkt spontan mit Gene in Nashville zusammen auf der Bühne jammt. Genauso glaube ich, ist es kein Zufall, dass Eric Singer auf der diesjährigen Kiss Expo gemeinsam mit Bruce Kulick und Ace Frehley jammt. Ich denke, es wird gigantisch werden. Im letzten Absatz des Artikels von dem Musikexpress heißt es damals: Und nun das Ende? Fragezeichen. Man wird sehen, wie es weitergeht. Sollten Kiss tatsächlich die Bühne für immer verlassen, so gibt es eine der schillerndsten Exemplare des Rock weniger. Nun, 35 Jahre später, denke ich mal, sieht die Sache noch viel extremer aus. Kiss werden der Nachwelt das Vermächtnis hinterlassen, die größte Rockband aller Zeiten zu sein. Und ich hoffe, wir sehen uns alle auf eins dieser Konzerte, auf dieser verdammt geilen Shows von der heißesten Band der Welt. Denn danach wird es keine Crazy Nights und keine Party All Day mehr geben. Also, wir sehen uns und wenn nicht, schaltet hier ein bei Sex, Döner and Rock'n'Roll.